Hallo liebe FCK-Freunde, es sieht leider düster aus und die Angst vor dem Abstieg in die dritte Liga ist mit 8 Punkten Rückstand mehr als berechtigt. Doch wir Lauterer wollen, sollen und vor allem dürfen nicht aufgeben. Treu nach dem Motto mehr Packens haben so auch am Donnerstag, den 22. März, zahlreiche FCK-Fans den Weg zur Autogrammstunde ins E-Center Jage nach Ramstein-Miesenbach gefunden. Mit von der Party waren die FCK-Profis Sebastian Andersen und David Tomic, die mit viel Freude fleißig Autogramme schrieben und sich auch die Zeit nahmen für einen Austausch mit den FCK-Fans. Doch wie steht's eigentlich um den Optimismus der Lauterer-Fans, was die Roten Teufel betrifft? Packemaß oder Packemaß nett? Die Lauterer packen es auf jeden Fall noch, weil 2008 war es, glaube ich, da haben wir es auch noch gepackt mit 8 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Und Lauterer geben niemals auf. Wir kämpfen, wir stehen immer für unseren Verein und deswegen packen es die Lauterer. Ja, wir werden es auf jeden Fall packen. Mal bei Spielen wie gegen Union Berlin hat man gesehen, dass unsere Mannschaft einfach den Willen hat, die Siege zu holen, und wir werden es packen. Ich denke, wir packen es und da werden die Fans von der FCK, die ganze Region, mal eine wichtige Rolle spielen. Ich hoffe, dass in den nächsten Heimspielen das Full House geben sollte, sodass das die Unterstützung von der Tribüne auf den Rasen springt und umgekehrt, und dass man dann doch packen. Das wäre für die Region ganz wichtig. Also wir packen es, weil wir es sind ja noch ein paar Spiele, und diese Spiele, die Betze hat ja jetzt mit Michael Franzek so gut begonnen und werden auch weiter so gut weitermachen und dann hoffentlich noch diese Punkte und sich auf den Relegationsplatz rette. Ja, ich bin schon der Meinung, dass es der FCK packen kann, weil Punkt 1 haben sie eine tolle Fangemeinde hinter sich. Punkt 2 versuchen sie, die letzten Spiele kontinuierlich besser zu werden. Gut, der Nachteil ist im Moment, dass die anderen Mannschaften auch gewinnen. Aber ich bin der Meinung, es wird sehr knapp werden, aber sie werden es schaffen, sodass wir für die zweite Liga den FCK 2018-19 nochmal erleben dürfen. Na, das hört sich ja schon mal positiv an. Doch was muss eigentlich in den 2 Wochen Länderspielpause geschehen, damit vielleicht noch mehr Punkte aufs Konto kommen? Ja, also hinten ein bisschen besser stehen, weil da oft ein paar Dinger reinrutschen, die so unnötig sind, und das können sie jetzt in den 2 Wochen aufbauen. Verändern müssten sie jetzt nicht wirklich viel. Einfach, man sieht unter Trainer Fronzek, dass wir einfach mehr Punkte geholt haben als in der Hinrunde, und ja. Ich denke, die Verteidigung muss ein bisschen besser agiert. Wir haben in sehr viele Spiele verloren oder viele Punkte liegen lassen wegen schwieriger, gravierender Fehler. Und wenn die Verteidigung mal kompakt steht und ein oder andere Tor mal da vorne fällt, dann sieht gut aus. Oder zumindest, ja, kann man packen. Vielleicht ein bisschen stärker in der Defensive werden. Und schwer zu sagen, gerade noch. Ja, aber gut, wir haben ja heute gesehen, es war der Sebastian und der David da. Es ist eine recht junge Spielergruppe. Die müssen halt wirklich intensiv Biss entwickeln und erfolggierig und hungrig sein, dass sie sich wirklich an jedes Spiel richtig durchbeißen und ranbeißen, um wirklich auch den Erfolgshunger in sich zu spüren, und dass auch das Publikum spürt. Und da werden sie auch zum Erfolg geführt werden, sodass sie in der zweiten Liga erhalten bleiben. Mir gehen nuff. So der Aufruf zum Hochgehen bei allen Heimspielen. Halten die Fans dem Fritz-Walter-Stadion auch in Liga 3 die Treue? Wenn sie absteigen, dann werde ich immer noch auf die Betze gehen, weil ich immer Lauterer bleiben werde und auch für meinen Verein stehe. Klar, weil man muss immer für seinen Verein da sein, egal in welcher Situation. Ich habe schon früher Dauerkarte gehabt, jetzt habe ich 2 kleine Kinder, ist etwas schwierig, aber ich gehe immer mal wieder. Und natürlich werde ich nächste Saison, egal ob in die dritte oder in die zweite Liga, hochgehen. Das ist schon ein Erlebnis. Ich gehe immer noch auf die Betze, egal ob die absteigen, weil man muss zusammenhalten, um dass man den Aufstieg wieder feiern kann und dann so Sachen wieder packt.
Gut, ich habe jetzt gerade erwähnt, dass ich nicht von einem Abstieg ausgehe, werde weiterhin auch dem FCK treu bleiben. Auch in der dritten Liga ist es umso wichtiger, seinem Verein treu zu bleiben und nicht einfach zu sagen, okay, ihr seid abgestiegen, ich möchte jetzt kein Spiel mehr sehen, sondern auch da wird man dem FCK treu bleiben und auch das ein oder andere Spiel besuchen, sehen, ja, wird sich an der Stadionbesuche in der Form nichts ändern. Mehr Packens, oder? In den nächsten Wochen wird sich es zeigen, ob es reicht. Was können wir als FCK-Anhänger tun? Unterstützen, anfeuern und hinter unserer Mannschaft stehen. In diesem Sinne, mehr Packens. Wir Packens. Wir Packens. Wir Packens. Wir Packens. Wir Packens. Wir Packens.